Moin und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Da sind wir wieder. Und es fehlt uns nur noch ein weiteres Flakon, dann haben wir alle vier. Mir ist mal aufgefallen, ich könnte eigentlich ja nochmal sicherheitshalber einen zweiten Speicherstand machen, denn wir gehen, glaube ich, langsam aber sicher Richtung Ende des Spiels. Ich habe ja keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Was auf jeden Fall noch kommen wird, ist Heisenberg. Der uns irgendwie beim Friedhof erwartet, right? Ja. Die Ziegen hier, die wir vorher nur als Figur gesehen haben, sind jetzt auch tatsächlich physisch vorhanden. Achso, nee, nicht hier. Wir folgen einfach den Schriftzügen, den Schilden. Und ich sehe schon im Hintergrund, da wird wohl das Schloss sein, was gemeint war. Das ist nicht Schloss Dimitrescu, sondern ein anderes Schloss. Dass ich mich darauf freue, kann ich nicht unbedingt sagen, aber na gut. Was für eine andere Wahl haben wir auch. Gut Glück, ja, viel, viel, viel Glück. Ja, klar, danke. Werde ich haben. Was ist denn hier? Soll ich hier lang? Nee, soll ich eben nicht. Hab mir schon gewundert. Okay, hier ist auf jeden Fall Wasser. Das heißt, mit einem Boot könnte man da eventuell auf die andere Seite kommen. Oder wir kommen da hinten irgendwann wieder raus. Ja, und schließen das dann von der anderen Seite auf. Vielleicht müssen wir auch, nachdem wir in dem Schloss hier waren, hier lang. Als kleine Abschreckung haben sie hier ein paar Leichen aufgehangen. Ich habe mir schon gedacht, dass eine davon ein Jumpscare ist. Ein paar von denen fallen wahrscheinlich gleich runter und greifen mich an, ne? Überraschen würde es mich nicht wirklich. Was denn jetzt wieder? Okay, Gegner, Gegner, Gegner. Haben wir noch Rohrbomben? Ne, haben wir nicht, ne? Haben wir gar keine? Warte mal, habe ich die? Ah, ich habe die alle aufgebraucht, ne? Scheiße. Bro. Ach, Bro. Ist das scheiße. Die sterben auch an einem Shotgun-Schuss nicht. Geh drauf. Ach, ich dachte, ich kann im Sprung. Oh. Wenn sie wieder die Feuerpfeilen schießen. Okay, das bringt irgendwie nicht so viel. Von hier aus drauf zu ballern. Lass mich mal schauen, ob wir Munition herstellen können. Können wir. Und zwar ordentlich. Und auch nochmal eine Erste-Hilfe-Arznei. Sehr gut. Wir stehen nicht wieder auf. Das Schloss wird schon gut verteidigt. Was man bei einem Schloss eigentlich auch erwarten kann, ne? Trotzdem hoffe ich, ich kann deinen Schüssen hier mal so ein ganz kleines bisschen ausweichen und näher rankommen und jetzt. Fuß leg dich weg, Bro. Ja, da ist die Pistole mit Sicherheit besser. Rostige Reste. Hier ist ein Explosive, da sollte ich nicht zu nah rangehen. Wenn der seinen Pfeil darauf feuert, dann war es das wahrscheinlich mit mir gleich. So, ich gehe jetzt hoch zu dir und finische dich. Wo kommt ihr eigentlich her, alle? Gut, also es hat tatsächlich aber erstaunlich viel eigentlich mit Resident Evil 7 zu tun. Zumindest gibt es diese Parallele mit diesem Virus, ne? Die ist extrem stark wiederzuerkennen.
Das ist quasi. Wie kriege ich dieses Tor auf? Fast genau das gleiche in Resident Evil 7 gewesen mit so einem Virus. Ich habe keine Ahnung, ob es der gleiche Virus sein soll oder ob es ein anderer sein soll. Diese Viecher hier sind auf jeden Fall nicht mit diesem Schimmelpilz von Resident Evil 7 befallen. Das ist ein bisschen was anderes, glaube ich, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Die Parallelen sind auf jeden Fall ganz stark zu erkennen, sagen wir mal so. Und Ethan muss wie immer viel durchmachen. Ich schätze mal, wir müssen auf beide Seiten. Was ist das denn jetzt? Wie viele noch? Ey, wie viele? Och Mann! Oh mein fucking Gott, was ist das denn jetzt hier? Jesus, wie komme ich überhaupt da hoch? Nein. Fahrt nach. Wie komme ich da hin? Das habe ich irgendwie noch nicht. Ach, hier ist eine Leiter. Ach, Bro. Ja, wenn du gegen so viele von denen kämpfen musst, dann hast du doch nicht die Zeit, dich hier so krass umzuschauen, ne? Ja. Aber die sorgen wirklich dafür, dass man auch genug Muni hat. Also, dass ich jetzt niemals gar keine Schüsse mehr habe. Gott sei Dank, kleinen Bastard, der geht mir langsam auf den Sack, Alter. Man kann nichts mehr machen, wenn die einen einmal hitten. Ja, heilungstechnisch sieht nicht so gut aus bei mir, ne? Müssen wir immer drauf achten. Ich glaube, einen Hit hätten wir noch ausgehalten und dann wäre es vorbei gewesen. Ja, ja, erst jetzt sind wir tatsächlich bei der Festung angekommen, ne? Vorher war, das war vorher ein Test. Hier ist nochmal ein Örtchen zum Speichern. Das mache ich auch sehr gerne. Und hier gibt es verdammt viel Munition. Das ist schon mal beunruhigend. Speichern wir gleich nochmal, wo wir das alles schon eingesammelt haben. Dauert ja auch nicht lang. Das muss ihr Nest sein. Where the fuck bin ich hier? Aber jetzt, wisst ihr was? Die Kleinen sind mir hier viel lieber als ein so ein ganz fetter Gegner, muss ich tatsächlich sagen. Also ich kämpfe lieber gegen die Kleinen, wo man nicht so viele Schüsse braucht, als gegen einen richtig fetten, vor dem man weglaufen muss, wie dieses komische Baby da. Ja! Hier, Bordeaux's Geheimwaffe, wie der hieß. Mach ich platt. Und jetzt ist es auch gut, dass wir Magnum-Muni gefunden haben. Jetzt macht es sich bezahlt. Wenn ich treffe. Ah, jetzt wird es doch ein ganz kleines bisschen knapp, muss ich sagen, weil es doch ein paar sehr viele sind momentan.
Hä? Okay, das macht Gott sei Dank aus irgendwelchen unlogischen Gründen mir keinen Schaden, sondern nur den Gegnern. Jetzt habe ich hier wirklich langsam Arsch. Jetzt habe ich wirklich langsam genug von euch, ey. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat. Hier sind ein paar sehr viele von denen. Ich habe halt sehr viel Scharfschützen-Muni, ne? Vielleicht sollte ich mal die ein bisschen benutzen. Bro, von wo? Wie kommt ihr überhaupt hier rüber? Die können sich teleportieren, diese Bastarde. Bro, du... Jetzt reicht's mir hier mit euch. Verpisst euch jetzt. Ich glaube, die spawnen hier. Ich glaube, die spawnen hier unendlich, kann das sein? Was muss ich überhaupt tun? Wo muss ich überhaupt hin? Ich hab's noch nicht so ganz. Oder muss ich nur überleben? Die sind so schlau. Die sind schlauer als ich. Die weichen meinen Schüssen wirklich aus, ne? Krass. Die sind smarter als ich. Die sind in der Lage, mich zu outplayen. Ach, ich hätte die Seilbahn. Okay. Ich hatte irgendwie gedacht, die Seilbahn führt woanders hin. Aber sie führt mich tatsächlich weiter. Ja, jetzt verschwende ich hier unnötig Munition. Das bringt alles nichts. Ich glaube auch, ich soll hier eher durchlaufen, als gegen die alle zu kämpfen. Soll ich einfach rüberlaufen? Ja, okay. Da. Na los, Großer! Oh Gott! Oh Gott! Was soll ich jetzt machen? Ey, ich habe eine Rohrbombe. Ja, nur jetzt. Jetzt habe ich ein Problem. Warte. Warte, warte. Für solche Fälle haben wir den hier. Das hat nicht gereicht? Das reicht alles nicht? Das kannst du... Nee, das ist nicht legit. Das ist nicht legit. Das ist nicht legit, Alter. Ich hatte vor, vielleicht einmal zu schießen mit dem Granatwerfer und nicht meine gesamte explosive Munition. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ich wollte das eigentlich für einen Boss aufheben. Ah, die sind so krass, diese Typen, ne? Ey, zum Spaß würde ich die wirklich nicht, abschlachten. Das ist ein, das, was die droppen an Geld, das ist es nicht wert, wirklich. Das ist es echt nicht wert. Okay, ein bisschen Magnum-Muni ist aber schön. Die Magnum ist wirklich krass. Die One-Shotet alles. Und ich kann bestimmt auch wieder ein bisschen Muni herstellen, ne? Oh ja, aber richtig. Richtig Shotgun-Muni konnte ich herstellen. Okay, Explosivgeschoss, sehr nice. Ich rüste das Ding aus und lade es natürlich gleich mal durch. Irgendwie kann ich hier die Explosion, also kann ich die Geschossart ändern, kann das sein? Aber irgendwie weiß ich gerade nicht wie. Okay, ist er irgendwie der Anführer von denen und deswegen gibt es so fucking viele? Was ist das denn? Achso. Hab mich kurz gewundert, aber die bedienen sich einfach an den Leichen, die da von der Decke hängen. Oh. Ey, Medizin! Ja, damit. Alter. Alter, super viel. Okay. Okay, hier kommt ein Bosskampf, Leute. 100 pro. 100 pro. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit gewesen wäre... könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien... und einem steinernden Sockel,
den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir das merken muss, diese Ruinen, diese Namen dafür. Aber ich schätze mal, das wird uns auch irgendwie zumindest auf der Karte markiert, hoffe ich mal. Das ist nicht gut. Oh. Ach, hi. Ach, du bist das wieder. Du bist das. Ich hab doch gesagt, ein Bosskampf kommt, right? Hab ich das nicht gesagt? So, dann, Den das Ding hier mal raus. Sag mal, bringt das was? Oder eher nicht? Okay, das ist ein richtig fettes Battle Royale Ding hier jetzt, ne? Beziehungsweise. Oh. Da hol ich jetzt auf jeden Fall noch Mates. Oh. Ausweichen, irgendwie. Vielleicht, eventuell. Rohrbombe. Oh Gott! Oh Gott! Als ob der das. Hä? Ich stehe hinter dieser Steinwand. Wie soll mich das getroffen haben? Das macht physikalisch gar keinen Sinn. Das macht null Sinn. Es macht. Bro, ich bewege mich dabei. Mehr kann ich gar nicht machen. Also ich kann auch theoretisch noch das hier blocken, ne? Aber als ob ich seinen Angriff so blocken kann, wenn er damit so mit einem Steinpfeiler abwirft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gerade eben stand ich hinter der Wand und der hat mich trotzdem getroffen. Das war schon irgendwie weird. So, zweimal ist er schon nach oben gesprungen. Wenn das so funktioniert wie die meisten Bosse, dann würde er noch einmal ein weiteres Mal noch im Finale leben. Das ist zumindest meine Hoffnung, die ich habe. Jetzt habe ich aber keinerlei Muni mehr. Ja, ich kann halt nicht weg irgendwie. Wenn der einmal auf mich zugerannt kommt, bin ich dem eigentlich ausgeliefert. Pistole ist von Wash. Ja, hier gibt's noch mehr Muni. Einmal durchlassen, bitte. Ich bin doch Arzt. Ah. Ist die Pistole entirely useless oder macht die auch Damage? So, ich stelle mich hinter diesen Pfeiler. Okay, jetzt prallt er auch tatsächlich ab. Besiegen Sie Urias in der Festung. Perfekt! Oh mein Gott, Alter. Kristalliner Hammer haben wir dafür gekriegt. Nicht doch. Der hat so viel geschluckt wie einer der Grafen fast. Also nicht ganz. Ja, die Grafen haben ein bisschen mehr geschluckt. Aber was war? Ein krasser Dude. Krasser Dude. So, habe ich noch... Boah, ich habe wenig Munition. Ich muss mir halt unbedingt auch die... Ja, ich sollte mir, wenn der Händler gleich kommt, sollte ich mir auf jeden Fall die Crafting-Rezepte für die anderen Munitionsarten noch kaufen bei dem. Und eigentlich müsste der Händler jetzt bald mal wieder kommen, denn es ist schon sehr, sehr lange her. Ja gut, für jetzt machen wir dann vielleicht einfach doch nochmal ein bisschen Flintenmuni. Nee, oder? That's it? Das ist das vierte Flakon. Das liegt hier. Ich meine, er hat gesagt, dass er es in der Festung kommt und holt es dir. Ah, hier ist auch wieder ein Fernseher. Was? Du
hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Oh mein Gott. Verdammt. Er will ganz aktiv, dass wir die Flakons alle platzieren. Okay, die Flakons zum Altar bringen sollen wir jetzt. Ja, das ist doch aber auch eine Falle, oder nicht? Ah, jetzt haben wir also, jetzt sitzen wir also auch wieder im Boot. Also wenn wir die Flakons da platzieren, keine Ahnung. Jetzt sag mir bitte nicht, dass Rose dann irgendwie beschworen wird, zu einer von diesen ekligen, hässlichen Drecksviechern wird und wir gegen sie als Endboss kämpfen müssen. Das wäre scheiße. Also wirklich, wirklich scheiße. Ich weiß nicht genau, wo es da noch lang geht, aber ich zieh hier durch, ich hau ab. Okay, wir sind wieder auf dem Friedhof. Ich glaube, wir hätten bei dem anderen Weg noch zu dieser Bonus, zu diesem Bonusgebiet kommen können, ne? Theoretisch. Also, hier, da. Kannibalenbeute. Also hier sind noch so ein paar Dinger, die wir jetzt, wo wir jetzt noch hingehen könnten. Aber wie gesagt, 100% sind nicht das Ziel. Warte mal. Hier müssen wir lang. 100% der Schätze finden und so ist nicht unser Ziel hier, damit auch ihr weiterhin einen guten Grund habt, euch das Spiel selber zu kaufen und selber auszuprobieren. Und dementsprechend hier die ganzen Schätze noch zu sammeln. So, viertes Flakon und dann geht's ab, sagste. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ja. Suchst cool, du nach etwas Bestimmtem? Das ist cool. So, großer Kristall, kristalliner Schädel. Haben wir zwei Stück von. Der kristalline Hammer bringt 35.000. Das heißt, es war wirklich quasi der Endboss von diesem Dungeon sozusagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Heisenberg selbst hier irgendwie gleich nochmal... Der kommt doch auch nochmal vor, ne? Der wird auf jeden Fall ein Boss sein. Der wird auf jeden Fall auch gegen uns kämpfen. Der wird uns auch nicht einfach so in Ruhe lassen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du... Warte mal. Hals- und Beinbruch! Ja, ja. Ah, ja, ja. Rohrbomben kaufe ich mir. Definitiv. Ich möchte auch wissen, wie man Explosivgeschoss herstellt, Rohrbomben selbst herstellt und Scharfschützenmunition herstellt. Das alles wüsste ich sehr, sehr gerne. So, kann ich sonst noch irgendwas kochen eigentlich? Nee. Hä, hatte ich nicht... Doch, na klar kann ich, oder? Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Genau. Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Der bei Blocken erlittene Ach so, das sind ganz viele verschiedene Gerichte, mit denen ich hier meine ganzen Stats steigern kann. Mit Geflügel, Wild und saftiges Geflügel hätten wir denn noch beträchtlich unsere Gesundheit steigern können? Okay. Heißt zu leben. Gut, er hat weiter nichts, was ich gebrauchen kann, ne? Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Lass uns noch Rohrbomben und alles Mögliche irgendwie so weit herstellen, wie wir halt können, ne? Ach, gar keine Magnum-Muni, ne? Scheiße. Naja, vielleicht finden wir noch irgendwo welche. Gut, speichern wir ab, Leute. Machen wir hier im nächsten Part von Resident Evil Village weiter. Mal schauen, was passiert, wenn wir das vierte Flakon einsetzen und ob Heisenberg hier irgendwo ist, denn in der Festung war er ja nicht. Also, bis dahin und ciao.